Ja, die Zeit, um noch Geschenke zu kaufen, läuft ab, stellt Englands Premierminister Boris Johnson in seiner Weihnachtsansprache fest. Doch es gäbe da ein Geschenk, welches man dem ganzen Land machen könne. Die Impfung, ob Erst-, Zweit- oder Booster, damit das nächste Weihnachten noch besser wird. Und mehr als der Aufruf zur Vorsicht und zum Impfen passiert in England über die Feiertage nicht. Keine Kontaktbeschränkungen oder andere schärfere Maßnahmen. Bei Rekordneuinfektionen von fast 120.000 zeichnet sich allerdings ab, dass in den Krankenhäusern schon in Kürze eine Überlastung drohen könnte. Und etliches medizinisches Personal fällt bereits jetzt schon wegen einer Corona-Infektion aus. Mit über 44.000 Neuinfektionen verzeichnet auch Italien einen neuen Höchstwert. Das beliebte Urlaubsziel kündigte sogleich an, dass auch Geimpfte und Genesene bei Einreise einen negativen Test benötigen. Und die Maskenpflicht soll sich, wie sie es schon in einigen Regionen Italiens getan hat, auch landesweit verschärfen. Wir wollen die Maskenpflicht im Freien wieder einführen. Außerdem denken wir über eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Bereichen nach, wie in Verkehrsmitteln, Kinos, Theatern, Museen oder beim Hallensport. In Norwegen sind 90% der Erwachsenen doppelt geimpft, fast jeder Vierte ist bereits geboostert. Dennoch läuft das Gesundheitssystem hier heiß. Der Fährverkehr zwischen Kiel und Oslo wird nun schrittweise eingestellt. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und kein Alkoholausschank im Freien belasten das Weihnachtsfest. Es ist definitiv ein eingeschränktes Weihnachtsfest. Ich kann nicht mit so vielen Leuten feiern, wie ich möchte und auch nicht zur Weihnachtsfeier gehen. Normalerweise sind wir 20 Personen an Weihnachten, dieses Jahr feiern wir aber nur zu fünft. Dass ihnen die Situation aus den Fingern gleiten könnte, davor sorgt sich auch Frankreich. Angesichts der drastisch steigenden Zahlen soll in vielen Bereichen 2G statt 3G gelten. Nach Weihnachten will die Regierung ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen.